Hallo, liebe Sternenbürger. Ich melde mich hier aus der Hitze von Daymar, wahrscheinlich ein vorerst letztes Mal, und zeige euch das Subscriberschiff im November 2018, und das ist die 600i. Origin Jumpworks hat wie immer ein Luxusschiff, und das ist wie gesagt die Origin Jumpworks GmbH 600i, die Explorer-Version. Die ist halt nun mal im Spiel. Sieht erstmal so relativ klein aus, aber das Ding ist mit 91,5 Metern Länge und einer Breite von 52 Metern doch relativ groß. Dazu haben wir eine Höhe von 17 Metern und verteilt über zwei Decks natürlich so einigen Luxus und natürlich auch einiges Equipment, was man so zum Erforschen braucht. Eine Minimum-Crew von 2 und 5 Leuten Maximum ist das Ding natürlich echt gewaltig. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man eben hier rangeht. Die Landekufen hier, die sehen natürlich nicht ganz so schön aus, stören ein wenig in der Optik, weil das Ganze sieht ja eher aus wie so ein fliegendes iPad oder iPod. Und ja, wie ihr seht, hier ist natürlich auch viel Wert wieder auf Details gelegt. Wie gesagt, die vorderen Stütze hier finde ich jetzt nicht so schön. Aber hinten sieht das Ganze auch schon ein bisschen glaubwürdiger aus. Hier seht ihr übrigens, das ist die Rover Bay hier. Die geht auf, da kann man einen Rover drin parken. Hier ausgefahren. Leider ein nächster Kritikpunkt. Die Türme haben nur so ein komisch, sieht ziemlich diffizil aus, als würde es jeden Moment abfallen. Das sieht nicht nach Luxus aus. Das ist halt so ein Problem, was ich mit Origin habe. Ich mag an sich diesen Luxus nicht so wirklich. Das heißt nicht, dass es anderen Leuten nicht total gut gefallen kann, aber mir persönlich gefällt es halt nicht. Und wie gesagt, das hier ist einfach schlampig gearbeitet. Da erwarte ich was Schöneres, was stabiler aussieht. Also ich stelle mir halt vor, das Ding wird bei ein bisschen Gegenwind einfach abfallen. Also ansonsten, aber kommen wir mal kurz zur Bewaffnung. Wir haben an den Türmen hier zwei Size 2. Das sind Laser Repeater. Die sehen auch ziemlich cool aus, wie ihr seht. Also die haben auch wieder diesen Luxusaspekt drin. Das finde ich gut. Und das sind beides Remote Turrets. Das heißt, die werden von den Co-Piloten sitzen, werden die bedient. Und es gibt eins hier und eins hinten am Schiff, hinten oben wohlgemerkt. Und dann gibt es noch drei Size 5 Waffen, die sind für den Piloten zu steuern. Die sieht man hier über dem Triebwerkseinlass da so ein bisschen rauskommen. Das sehen wir uns aber nachher noch im Detail an. Ja, und wie gesagt, wir haben hier diese wirklich schön geschwungene Außensilhouette des Schiffes. Und da haben wir übrigens, da sieht ihr auch unter den Triebwerkseinlässen, da sind noch ein paar Raketen versteckt. Das sind, soweit ich weiß, insgesamt 8 Stück. Müsste ich nachher nochmal kurz nachgucken, habe ich den Wert jetzt hier nicht. Und ansonsten ist diese Außenhülle hier relativ gut verblendet. Also nicht so viel, was die Optik hier stört. Und ich finde das wirklich an sich schön gelungen. Auch wenn die Fahrwerke hier einfahren. Ihr seht schon hier das Fahrwerk. Das finde ich schon deutlich besser gelungen. Das sieht doch deutlich cooler aus als vorne das. Hier laufen auch die Kabel. Wie gesagt, ich finde das persönlich deutlich schöner als das, was vorne ist. Und dann sind wir auch hier hinten schon und sind am Ende des Schiffes. Und ja, wie gesagt, da seht ihr die Triebwerksauslässe. Das sieht alles, wie gesagt, sehr schön und sehr stimmig aus. Nur, wie gesagt, es gibt halt so einige kleine Details, wo man denkt, das hätte man deutlich schöner machen können. So, und währenddessen gehen wir jetzt einfach mal nach vorne und gucken mal, hier sieht man noch, was ist das? Das sind hier Auswürfe für die Rettungskapseln, die sind hinten. Es gibt hinten 4 Stück und oben nochmal 3 Stück. Und hier seht ihr die Manövriertriebwerke. Ist relativ einfach und schlicht gehalten. Sieht gut aus. Und mehr braucht man eigentlich auch nicht. Wie gesagt, an sich eine sehr geschlossene Silhouette, die das Schiff hier hat. Und es gefällt wirklich gut. Natürlich mit kleinen Abstrichen. So, ich rufe uns jetzt hier mal den Fahrstuhl runter. Das ist der Personenaufzug, den wir hier haben. Der kommt noch runter. Normalerweise kommen diese Streben, die hier sind, die kommen zuerst runtergefahren. Da ich aber hier ausgestiegen bin, sind die natürlich jetzt nicht mitgekommen. So, und wir fahren erstmal auf das Topdeck.
Wir kommen mit diesem Fahrstuhl auf beide Decks direkt drauf, so wie wir das möchten. Wir fahren jetzt am ersten Deck vorbei und fahren hier oben in das obere Deck. So, angekommen, dann gehen die Türen auf. Alles mit Glas hier, wirklich schön gemacht. Hier gehen links und rechts auch die Türen auf. Hier vorne haben wir für die Pilotencrew die drei Escape Pods. Die sind hier angebracht, natürlich in Reichweite der Brücke. Finde ich wirklich schön gemacht. Ist natürlich auch sinnig. Und hier kommen wir in die Brücke rein. Ihr seht schon schöne geschwungene Formen auch hier drin. Das sieht schön aus, das gefällt. Da muss einem der Hersteller noch nicht mal so gut gefallen. Also ich persönlich finde Origin halt nicht so schön, aber es ist trotzdem irgendwo stimmig, in sich zumindest. Das Cockpit ist natürlich ein totales Highlight, weil man hat hier keinerlei Streben. Das ist Wahnsinn. Und für ein Explorerschiff ist das natürlich total klasse. So, wir steigen einfach mal hier in den Pilotensitz ein. Dann gehen wir mal in die Außenperspektive. Dann zeige ich euch das Schiff mal von außen. So, und hier haben wir sie auch schon. Ihr seht hier hinten, da ist das zweite Touré hinten. Das ist genauso, ja, auf so einem komischen, ja, Halterung irgendwie angebracht. Sieht jedenfalls sehr diffizil aus, als würde es jeden Moment kaputt gehen. Hinten die Triebwerke, das sieht natürlich bullig aus und das finde ich ist richtig schön gelungen. Auch diese, ja, zusammen abgekanteten, ja, fast schon Flügel, die hier rumlaufen, die sehen auch richtig cool aus. Hier hinten seht ihr schon, da sind riesige Glasflächen. Da kommen wir nachher auch noch hin. Das ist die Party Lounge, sage ich jetzt einfach mal. Dann seht ihr hier oben natürlich die drei Size 5 Waffen, zwei hinten jeweils über den Einlässen angebracht und einen oben. Hier dann natürlich in der linken Seite seht ihr die Auswürfe für die Rettungskapseln der Crew. So, und vorne hier schön in diesem Schlieren seht ihr das Glas vorne. Da sind wir oben im Cockpit und unten, da ist das Captain's Quartier. Das sehen wir uns natürlich nachher auch noch an. So, wie gesagt, das ist eigentlich so die komplette Silhouette der 600i. Sieht im Flug sehr, sehr schick aus. Wenn sie gelandet ist, nicht ganz so schick. Dann steigen wir mal aus. Ich zeige euch vorne mal die Remote Turrets gerade, dass ihr das auch mal gesehen habt. So. Und dann sage ich hier Enter Remote Turret. Zack. Das ist jetzt hier das untere. Es feuert nicht. Ich glaube, dafür muss ich es erst anmachen. Nehmen wir mal das andere hier. So, machen wir es mal an. Gehen wir rein. So. Dann können wir mal feuern hier. Man sieht auch die Animationen, die bewegen sich hier. Und man kann hier einmal so ein bisschen rumfahren. Und der Winkel oder der Grad, den man hier so für sich hier hat, der ist doch relativ groß. Natürlich wird er hier ein bisschen durch den hinteren Schiffsaufbau ein wenig geblockt. Gut, dann stehen wir mal hier wieder auf. Das war auch schon eigentlich das Cockpit. Wie gesagt, finde ich an sich sehr schön, sehr stimmig zumindest. Und dann gehen wir mal hier raus. Und gehen wir hier auf dem Oberdeck weiter. Hier waren wir ja eben. So, dann geht hier die Türe auf. Hier haben wir auch wieder viel Glas. Da können wir nach unten auf den Fahrstuhl für das Fahrzeug schauen. Können einmal hier rumgehen. Wieder eine Glastüre. Hier hat man zwei Scannerstationen. Das sieht natürlich alles, wie gesagt, sehr schick aus. Aber so richtig finde ich, passt Luxus und ja, erforschen nicht unbedingt zusammen. Also Jacques Cousteau hat jetzt, glaube ich, auch nicht da irgendwie eine Luxus-Kalypso gehabt. Der hat ja auch nur ein relativ einfaches Schiff gehabt. Aber ja, wie gesagt, das ist natürlich eine Ansichtssache. Ich persönlich finde, das passt halt nicht. Luxus-Touring okay, aber Luxus-Erforschung finde ich irgendwie ein bisschen drüber. Trotzdem. Hier die Treppen natürlich wirklich toll gemacht. Also das Design hier ist einfach klasse.
muss man so sagen. Hier kommen wir dann in den Komponentenraum. Hier können wir aber auch nicht viel machen. Ihr seht schon, hier kann man nichts anklicken, zumindest noch nicht. Dann können wir hier wieder rausgehen. Und hier kommen wir dann in den hinteren Bereich. Ihr seht schon, da hinten ist der Turm, den ich eben bedient habe. Der steht jetzt immer noch so ein bisschen komisch da. Da haben wir dann hier wieder Glas und eine Bar natürlich. Und ja, hier mit vielen Spirituosen, also gut versorgt seid ihr hier auf jeden Fall. Können hier einmal rumgehen. Hier ist nochmal so ein kleiner Aussichtspunkt, wo aber dann auch wieder der Turm in der, ja, ein bisschen stört. Natürlich zwei Barhocker davor. Nicht zu verstellen. Naja, ob das sinnvoll ist, weiß ich auch nicht, aber es ist eben Luxus. So, hier gehen wir so eine Rampe runter. Und dann haben wir hier eine schöne Ecke zum Sitzen. Wie gesagt, das sieht alles irgendwo stimmig aus, aber eben nicht so 100%. Ist aber meine Meinung, nicht eure. Oh, und dann gehen wir mal hier runter. Hier haben wir so eine kleine Fernsehecke. Hier kann man sich irgendwie Filme angucken. Hier hinten der Pooltisch und ein bisschen Farn, das sieht schön aus. Also das mit den Blumen hier drin, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das lockert das Ganze irgendwie so ein bisschen auf. Und ja, das macht halt auch so diesen Luxuscharakter aus. Hier gibt es noch jeweils links und rechts jeweils einen Raum auch für Komponenten mit den Server-Racks und ja, Antriebsteilen. Hier kommt man auch nochmal in diesen Bereich hier hinten rein, auch nochmal hier die Antriebsaggregate und so weiter. Aber auch hier ist nichts zu benutzen. Das Ganze sieht stylisch und stimmig aus. Und spätestens, wenn dann wirklich mal alle Komponenten auch drin sind, dann wird man hier auch einiges machen können. So, dann gehen wir wieder zurück auf der gegenüberliegenden Seite. Da haben wir im Endeffekt dann das Gleiche nochmal. Hier dann auch wieder wie auf der anderen Seite die beiden Räume, wo man hier dann an die Komponenten rankommt. Sieht wirklich schön aus, sieht stimmig aus. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann haben wir hier noch ja, so eine gemütliche Sitz- und Essecke. Sieht wirklich schön aus. Hier wieder mit so ja, Steinplatten und Marmor und ja, hier alles, was man so zum Kochen braucht, eine Mikrowelle und so weiter. So, hier können wir dann nur noch Getränke zapfen und dann haben wir hier wahrscheinlich auch noch eine Komponente, sagt mir jedenfalls der Schraubenschlüssel da oben. Ja, das war es dann auch für diese zweieinhalb oder anderthalb Decks hier. Jetzt laufe ich schon gegen die Glasscheibe, da müsste eigentlich mal so ein Vogel draufgeklebt werden, damit ich da nicht gegenrenne. So, und dann können wir hier wieder raufgehen. Wir fahren jetzt einfach mal ein Deck tiefer. Das machen wir mit dem hinteren Aufzug. Der ist nämlich hier. Der fährt nur zwischen diesem Deck und dem unteren Deck. Der fährt also nicht bis ganz unten durch. So. Dann fahren wir auf das Lower Deck. Und dann sind wir hier auf dem unteren Deck. So, als erstes gehen wir dann hier wieder die schön geschwungene Treppe runter und kommen hier in die Crew-Quartiere. Die sehen wirklich toll aus. Also für eine Crew, da kann man hier, glaube ich, froh sein, wenn man hier an Bord so eines Schiffes fliegt. Man ist auf jeden Fall gut untergebracht. Man hat hier so eine kleine Sitzgelegenheit, man hat seinen Monitor, ein Bett. Das macht Spaß und wie gesagt, sieht auch richtig gut aus. Und hier hinten dann natürlich die Fluchtkapseln, die wir eben von außen gesehen haben. Hier noch ein Bad. Da derzeit das weibliche Modell noch nicht drin ist, gibt man hier natürlich auch nur für Männer ein Klo an. Und das gleich doppelt. Ja, gut. Ja, hier das übliche Waschbecken, Handtuch, Klo, Dusche. Was will man also mehr? Hier hat man alles, was man so braucht. Handtücher da oben noch weggetan. Alles sehr hell, alles sehr freundlich hier gestaltet. Das Ganze auf der anderen Seite dann natürlich einfach nur seitenverkehrt. So, und hier natürlich
Hier könnt ihr eure Sachen aufhängen. Sieht wirklich schön gemacht aus und ja, das ist auf jeden Fall hier dahinter, der Crew-Bereich. Und dann gehen wir mal weiter nach vorne durch. Hier wieder die schöne Treppe hinauf. Und dann kommen wir hier in den zentralen Bereich. Und hier unterscheiden sich die beiden Varianten, nämlich die Luxusvariante und die Erforschungsvariante. Denn die Forschungsvariante, die hat hier natürlich Platz für den Rover. Und die Luxusvariante, die hat hier noch irgendwie so einen Lounge-Bereich mit einer Treppe nach oben und so Scherzen alles. Die kommt allerdings erst später. So. Und wir gehen jetzt mal hier hin. Wo war's? Da war's. Zack. Und sagen hier, öffne die Tür. Zack. Fahren wir einmal runter. Wie gesagt, hier die Mechanik und so. Das ist schon alles wirklich toll gemacht. Gefällt wirklich gut. Aber wie gesagt, dieser Luxusaspekt beim Erforschen, den sehe ich halt irgendwie nicht. So. Und da haben wir jetzt genug gesehen. Machen wir einfach mal wieder hier die Luke zu. Also ihr kriegt hier auch locker den Rover draufgestellt, den Monster Rover. Das ist alles gar kein Problem. Platz genug ist hier auf jeden Fall. Erforschen könnt ihr hier wirklich gut. Nur ob der ganze Luxus notwendig ist, das weiß ich halt nicht. Hier fährt der Lift nach oben, den wir eingangs benutzt haben. Und dann kommen wir hier noch zum Captain's Quartier. Und das ist natürlich was wirklich Schönes. Also hier auch der Tisch. Das sieht super aus. Es geht alles so ineinander über und in den Boden. Das finde ich total genial gemacht. Auch hier, dieses Fahren sieht wirklich klasse aus. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Es tropft hier so ein bisschen Wasser runter. Das sieht alles sehr stimmig und sehr schön aus. Hier hat man noch so ein paar Zigarren auf dem Tisch und ein Buch und einen Stift. Kann man sich schön hinsetzen, was wir jetzt nicht machen. Und hier auch wieder diese Treppe. Es laufen diese ganzen Formen, die laufen alle so ineinander über. Und das finde ich einfach wirklich toll gemacht. Also der Luxus ist irgendwie größtenteils schon glaubwürdig. Und nur eben nicht so komplett, weil es gibt halt so ein paar Ecken, wo man meint, man hat geschludert. So, auf das Bett hier steige ich jetzt nicht, weil wenn man da drauf steigt, dann klebt man hier oben in der Decke und dann tötet man sich selbst. Und da habe ich mir versprochen, das machst du nicht, denn ich will das Video hier mehr oder weniger in einem Take machen. Wie gesagt, auch hier das Licht, das läuft hier einmal rund. Ich finde das wirklich schön gemacht. Es soll nicht heißen, dass ich dieses Schiff gar nicht mögen würde. Es ist einfach nur, es trifft nicht meinen Geschmack. So, und dann gehen wir jetzt mal nochmal vorne in den Aufzug. Dann fahren wir nochmal nach oben und dann zeige ich euch noch gerade, wie das Schiff hier startet, wie sich das Ganze anhört und wie das aussieht. Und da fahren wir einfach mal wieder hoch. Zack, auch wie der Stuhl hier runterfährt. Sieht schon cool aus. Wie gesagt, das hat definitiv, hat das was. So, dann machen wir die Triebwerke mal wieder an hier. Gehen mal in die Außenperspektive. Ich drehe hier ein bisschen mal an der Kamera, dann seht ihr die Antriebe besser. Und dann starten wir einfach mal. Ja, auch wie das Fahrwerk schön nach oben federt, während wir abheben. Ja. Jetzt will sie aber scheinbar nicht abheben hier. So, ich musste das Ganze hier nochmal neu starten, die Systeme. So, jetzt sind wir aber in der Außenansicht und jetzt starten wir einfach mal durch. Ich gebe mal hier ein bisschen Gas. Ihr seht auch, wie das Fahrwerk sich hier schön dann durch diese Federung halt widerspiegelt, wenn sie entlastet wird. Ich finde das wirklich toll gemacht. Jetzt fahren wir das Fahrwerk mal ein. Das ist auch wirklich sehenswert, erinnert mich so ein bisschen an Mars Attacks, irgendwie an die Marsianer. ja, wie gesagt, weil es so komisch schlingert, während es einfährt, aber nichtsdestotrotz irgendwie interessant ist. Und dann seht ihr auch hier, das ist jetzt wie gesagt eine einzige Silhouette
Und oh oh, da hinten ist irgendwas. Ach nee, das war, stimmt, das ist ein Grafikbug. Da ist irgendein Teil hier von dem Schiff, der vor dem Schiff da ab und zu sehen ist. Und naja, wie gesagt, also ihr seht auch hier, man hat wirklich eine tolle Aussicht hier aus dem Schiff raus. Und wie gesagt, wenn das einmal hier im Flug ist, was ich jetzt mal mache hier, ich gebe einfach mal ein bisschen Gas, dann sieht das schon richtig cool aus. Und jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas hier. Das sieht richtig cool aus. Macht mächtig viel Spaß, das Ding zu fliegen. Die ist ziemlich wendig, etwas klobiger zu handeln als eine Constellation. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ein tolles Schiff. Macht Spaß. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, sie zu fliegen, macht es auf jeden Fall. Ist eine Überlegung wert. Das war jetzt erstmal das letzte Video, was ich hier von Deimos, Helen und so weiter zeigen werde. Denn dann werde ich mal von den neuen Monden euch die Schiffe vorstellen, und zwar die Monde von Hurston. Und da freue ich mich dann auch besonders drauf. Das ist mal wieder was ganz anderes. Und vor allen Dingen können wir dann auch mal einfach sowas auf Hurston selber machen. Denn Hurston selber hat so viele verschiedene Biome. Da lohnt sich auf jeden Fall auch mal ein Blick für schöne Kulissen. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Wir gehen einfach nochmal hier in die Außenperspektive und genießen das. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn nicht oder wenn doch, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dann!